Hi zusammen, ich habe gehört für euch die De'Longhi Essenza Nespresso Maschine. Ist, wie man sieht, ein Kapselsystem, sprich diese bekannten Nespresso-Kapseln, wie man so häufig sieht, können hier genutzt werden, um eben auf die Schnelle mal einen Kaffee zu ziehen. Das Gerät wollte ich einfach mal kurz vorstellen, denn ich denke, die meistgefragte Frage oder die am häufigsten gestellte Frage ist, wie schnell kann man hiermit letztendlich wirklich einen Kaffee ziehen? Und dafür habe ich das Gerät natürlich komplett ausgeschaltet. Wie ihr seht, aus Strom ist auch schon eine ganze Weile aus, dass sie eben komplett auskühlt, ja, also dass eben keine Restwärme mehr auch im System ist. Und da schauen wir jetzt einfach mal, wie lange das Ganze denn wirklich braucht. Und während sie, also einfach nur hier auf einen der beiden Tasten drücken, auf der zweiten Seite habt ihr hier noch eben eine für einen kleinen Espresso. Und da schauen wir jetzt mal eben, wie lange das Ganze dauert, bis jetzt hier wirklich die Maschine einsatzbereit ist. Und währenddessen können wir uns ja das Gerät anschauen. Und zwar ganz einfach, hier oben haben wir einen Hebel, den öffnen, dann könnt ihr hier die Kapsel einfüllen. Das zeige ich auch gleich. Ich habe hier natürlich einen Kaffee vorbereitet. Dann wird ein Tropf auffangen oder ein Reste auffangen, wie auch immer man es nennen möchte, dass halt eben Flüssigkeit nicht einfach auf den Tisch tropft. Und letztendlich hier hinten noch einen fast 1 Liter fassenden Wassertank, also 0,9 Liter passen hier genau rein. So, jetzt ist die Maschine auch sogar schon fertig. Seht ihr einfach daran, dass hier das Licht leuchtet. Ja, also eben durchgehend leuchtet, statt zu blinken. Und jetzt können wir hier einfach mal oben die Kapsel rein, also dicht machen. Und ja, was jetzt allerdings ein bisschen schade ist, wenn man jetzt hier eine ganz normale Tasse nimmt, dann ja, passt das Ganze nicht wirklich drunter. Also so eine Standard-Kaffeetasse, wie man sie morgens macht, ist vielleicht nicht die beste Wahl, sondern man braucht halt eben eine etwas kleinere Tasse. Dann funktioniert das Ganze auch besser. Und jetzt, ja, man hört, es ist relativ laut. Ja, die geben an der großen Pumpe mit knapp 19 Bar Druck. Also dementsprechend macht sie eben auch ein bisschen Lärm. Und ja, jetzt ist der Espresso auch schon fertig. Also sprich, in knapp anderthalb Minuten hat man morgens seinen Kaffee, um dann eben auch richtig wach zu werden. Und man kann das Ganze dann auch direkt trinken. Genau, wenn das Ganze jetzt fertig ist, einfach hier oben wieder den Hebel auf. Dann hört ihr auch schon, die Kapsel fällt einfach nach unten in den Auffangbehälter. Und wenn ihr dann hier die Tropfschale rauszieht, habt ihr hinten dann eben auch hier den Kapselbehälter, um das Ganze eben zu reinigen. Gut, ja, viel mehr können wir zur Maschine eigentlich schon gar nicht mehr zeigen, weil viel mehr Tasten oder Optionen gibt es ja eigentlich gar nicht. Und ja, dann soviel erstmal zur De'Longhi Essenza und dann bis zum nächsten Mal.